Bis zu diesem Zeitpunkt in Ihrem Leben haben Sie wahrscheinlich schon viel über jedes Ernährungsprogramm auf der Welt gehört. Diäten mit vielen Kohlenhydraten, Diäten ohne Kohlenhydrate, Diäten mit viel Fett, Diäten ohne Fett. Sie haben von Diäten mit vielen Proteinen und ohne Proteine gehört. Der Core Performance Ernährungsplan bietet Ihnen eine Strategie, die zum Erfolg führt. Wir vergessen diese ganzen Modediäten und kommen direkt zur Sache, um Ihre magere Masse aufzubauen, Ihr Körperfett zu reduzieren und Ihnen mehr Energie zu geben. Trainingstipp Nummer 1, essen Sie öfter kleinere Mengen. Unser Ziel ist für Sie, 5 oder 6 kleine Mahlzeiten oder Snacks am Tag zu essen, sodass der Abstand zwischen den Mahlzeiten 2,5 bis 3 Stunden beträgt. Sie wachen auf, essen etwas, nehmen im Laufe des Vormittags einen Snack, dann folgt das Mittagessen, nochmals ein Snack nachmittags und Abendessen. Manche essen auch noch eine Kleinigkeit, bevor sie schlafen gehen. Das wirkt sich auf Ihren Körper unterschiedlich aus. Zunächst einmal regt es den Stoffwechsel an. Kleinere Mahlzeiten zu essen ist wie Feuer mit einem Stück Holz zu schüren. Es hilft, Ihren Stoffwechsel anzuregen, wie wenn man Holz in ein Feuer wirft, um eine Flamme zu bekommen. Das Zweite, was es bewirkt, ist, Ihre magere Masse aufzubauen und zu halten, was Ihnen dabei hilft, im Lauf der Zeit dünner zu werden. Drittens entwickeln Sie mehr Energie. Ihr Körper hat immer einen konstanten Vorrat an Nährstoffen, die die Energie liefern, die Sie brauchen, um Ihre Konzentration zu verbessern. Es ist für Ihren Core-Performance-Plan also wichtig, dass Sie diese 5 bis 6 kleinen Mahlzeiten täglich zu sich nehmen. Trainingstipp Nummer 2: Nicht alle Kohlenhydrate sind gleich. Nehmen wir zum Beispiel 100 Kalorien. Wir vergleichen 100 Kalorien Brokkoli mit 100 Kalorien Zuckerwatte. Beides sind Kohlenhydrate und beide haben 100 Kalorien. Aber wir wissen, dass die Zuckerwatte sofort im Mund zerschmilzt. Der Blutzucker schießt hoch und wir haben plötzlich einen großen Energieschub, der wieder abfällt. Nehmen wir jetzt 100 Kalorien Brokkoli. So glaube ich nicht, dass wir ihn auf einmal in den Mund bekommen, weil wir ihn erst kauen und zerkleinern müssen. Und wenn er ihren Magen erreicht, müssen Mr. und Mrs. Pac-Man ihn essen und langsam Energie in ihrem Blutkreislauf freisetzen. Beides sind 100 Kalorien. Aber der Brokkoli ist viel besser und gibt ihnen substanziellere Energie als fein raffinierter Zucker wie Zuckerwatte, Weißbrot, Croissants, Donuts, zuckerhaltige Fruchtsäfte, Cokes und ähnliche Dinge, die Ihren Blutzuckerspiegel erhöhen. Wir wollen uns mehr auf unbearbeitete Früchte, Gemüse und ganze Früchte mit viel Farbe konzentrieren, durch die Sie die richtigen Kohlenhydrate für Ihren Ernährungsplan bekommen. Trainingstipp Nummer 3: Achten Sie auf magere Proteine. Wir wollen Proteinquellen suchen und unsere Mahlzeit darum herum aufbauen. Die Portionsgröße der Proteine sollte der Größe eines Spielkartenstapels entsprechen. Wir suchen Proteine, die die wenigsten Beine haben. Fisch ist besser als Geflügel. Geflügel ist besser als unsere vierbeinigen Kreaturen wie Rind und Schwein. Das bestimmt unsere Ernährung. Vergessen Sie nicht, alle Proteine sind gut, egal ob Sie von unseren mageren Proteinquellen vom Rind, Schwein, Geflügel oder Hühnchen ohne Haut und verschiedenen Fischarten, die gute fette Öle enthalten, stammen. Wir wollen uns auch noch andere Quellen wie Milchprodukte, Hüttenkäse, Magermilch und fettarmen Käse anschauen. All die verschiedenen Dinge, die Sie tun können, um die Einnahme von Proteinen zu erhöhen. Die kalkulierte Einnahme von Proteinen basiert auf Ihrem Körpergewicht, multipliziert mit 0,8. Damit berechnen Sie Ihren täglichen Proteinbedarf. Teilen Sie das durch 6 und Sie erhalten die Proteinmenge, die Sie pro Mahlzeit brauchen. Trainingstipp Nummer 4: Suchen Sie gute Fette. Es gibt verschiedene Arten von Fetten, gesättigte und ungesättigte. Gesättigte Fette sind bei Zimmertemperatur fest. Man findet sie auch in durchwachsenem Fleisch. Die sind schlecht. Sie verstopfen Ihre Arterien und bieten Ihnen kaum Vorteile. Wenn wir uns die guten Fette anschauen, die ungesättigten Fette, sehen wir, dass sie bei Zimmertemperatur flüssig sind. Dazu gehören Fischöl, Flachsöl, Olivenöl und viele andere. Diese Öle helfen Ihnen dabei, Entzündungen in Ihrem Körper zu verringern, sich vom Stress des Trainings und des Lebens zu erholen, und Sie kontrollieren den Blutzuckerspiegel, was Ihnen dabei hilft, Ihren Körperaufbau und Ihr Gesundheitsprofil zu verbessern. Trainingstipp Nummer 5: Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Frühstücken im englischen Breakfast heißt Fastenbrechen. Wenn Sie um 22 oder 23 Uhr ins Bett gehen und um 6 oder 7 Uhr in der Früh aufwachen, war es eine lange Zeit ohne Essen. Ihr Körper ist im Zustand des Fastens. Stellen Sie sicher, dass Sie aufstehen und sich die Zeit nehmen, selbst wenn es nur zwischen Tür und Angel ist, dass Sie etwas in Ihr System bekommen, um das Fasten zu brechen und den Katabolismus Ihres Körpers zu stoppen, sodass er nicht seine eigenen Muskeln isst. Achten Sie also darauf, dass Sie jeden Morgen frühstücken.
Tipp Nummer 6. Gestalten Sie Ihre Mahlzeiten intelligent. Wenn Sie Ihre Mahlzeiten zusammenstellten, sollten Sie auf den Teller schauen und viele Farben sehen. Achten Sie auf fettarme Proteinquellen in der Größe eines Spielkartenstapels, eine ungefähr faustgroße Mischung aus farbigen Kohlenhydraten und Ballaststoffen. Diese zusammen mit guten Fetten sind eine schöne, gesunde Mahlzeit. Trainingstipp Nummer 7. Zwischenmahlzeiten sind gut. Jahrelang haben wir gehört, dass Snacks vor Mahlzeiten, vor dem Abendessen schlecht sind und uns dick machen. Genau das Gegenteil ist wahr. Je mehr wir die Nahrungsaufnahme über den Tag verteilen, desto besser fühlen wir uns. Und es schützt uns vor dem Heißhunger, vor dem Essen. Snacks sind also eine großartige Sache. Sie geben Ihnen Energie und verhindern, dass Sie zu viel essen. Trainingstipp Nummer 8. Nahrungsmittelergänzungen sind ergänzend. Nahrungsmittelergänzungen wurden entwickelt, um Ihre normale Nahrungsmittelaufnahme zwischen Tür und Angel zu ergänzen. Abgepackte Proteine, Ballaststoffe und Fette unterstützen Sie bei einem ausgewogenen Ernährungsprogramm. Das sind Sachen wie Fertiggetränke, Riegel und Shakes. Sie helfen wirklich, Ihr Ernährungsprofil zu verbessern und geben Ihnen eine solide Basis. Trainingstipp Nummer 9. Trinken Sie viel. Unser Körper besteht hauptsächlich aus Wasser. Achten Sie also darauf, dass Sie die Flüssigkeit im Körper speichern, sodass unser Stoffwechsel einwandfrei funktionieren kann. Das hilft uns auch dabei, unseren Appetit zu kontrollieren. Manchmal denken wir, wir haben Hunger, aber eigentlich sind wir nur durstig. Wasser trinken reguliert unseren Appetit. Es ist auch sehr wichtig, die Farbe des Urins zu überprüfen. Wenn er hell und klar ist, haben Sie wahrscheinlich genug Flüssigkeit im Körper. Wenn er dunkel ist, müssen Sie Ihre Flüssigkeitszufuhr steigern. Wasser trinken ist unerlässlich für die gute Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Ausführliche Informationen über Ernährungsprogramme finden Sie unter athletesperformance.com. Diese gehen weiter in die Einzelheiten, wie Sie Ihre Mahlzeiten zusammensetzen, Ihre Zeiteinteilung der Mahlzeiten, Ihre Einkaufsliste, alles, was Sie wirklich wissen müssen, um diesen Plan zusammenzustellen. Besuchen Sie uns unter athletesperformance.com für neueste Forschungsergebnisse zum Thema Ernährung.